Merhaba aus Istanbul. Kommt mit mir für 3 Tage auf die Reise in diese riesige Metropole und erlebt mit mir Kultur, Kulinarik und viele besondere Momente. Hier kommt Tag 1 für euch. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint, es ist super warm. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen verklatscht. Aber jetzt gibt's erstmal ein schönes, leckeres türkisches Frühstück. Hey, darling. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling. We could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Ich bin jetzt auf jeden Fall gut gestärkt. Das Frühstück war lecker. Wir hatten zum einen ein türkisches Frühstück, dann einmal Gözleme. Gözleme? Ich bin nicht so gut im Türkisch. Ich kann kein Türkisch. Und ich kenne mich auch tatsächlich in der türkischen Küche nicht so aus. Aber Gözleme ist quasi ein Fladenbrot. Wir hatten das jetzt gefüllt mit Feta. Das war super lecker. Und dann Menemen. Das ist so die traditionelle Eierspeise. Eier mit Tomaten und Paprika. Das war auch echt lecker. Wir haben aber gerade schon gesagt, wir würden auf jeden Fall die nächsten Tage eher so ein bisschen umherlaufen, gucken, wo es uns gefällt und dann schauen, was für Bewertungen das Lokal hat. Ich hatte nämlich vorher gegoogelt und hatte das gefunden. Es war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber es gibt hier einfach so viele Cafés und so viele Restaurants, die vielleicht auch so ein bisschen schöner gelegen sind oder vielleicht dann auch nicht ganz so touristisch sind. Ich habe schon das Gefühl, das war schon krass auch auf Touristen ausgelegt, aber es war trotzdem auf jeden Fall lecker und ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen wacher als vorher. Eine Sache habe ich noch vergessen, ich hatte natürlich auch meinen ersten Chai, meinen ersten richtigen türkischen Chai. Ich bin ja ein absoluter Teeliebhaber und ich liebe schwarzen Tee und ja, der war schön stark. Ich glaube, am Ende hat der mich auch so richtig auf die Beine gestellt. Ich stehe hier gerade an der größten Kreuzung der asiatischen Seite von Istanbul. Istanbul ist ja eine Stadt auf 2 Kontinenten, einmal Europa und einmal Asien. Und das hier ist die größte Kreuzung in Kadıköy. Und hier in der Mitte steht eine Bullenstatue, die tatsächlich sogar mal in Deutschland in Berlin stand. Und zwar zu Zeiten des Deutschen Kaiserreiches. Ich glaube, es sind insgesamt 6 Straßen, die auf den Bullen quasi zulaufen. Und es ist ein sehr beliebter Fotospot, auch wenn er gerade recht gut zu bestaunen ist. Wir sind gerade unterwegs zu einem Park in Üsküdar. Das ist nochmal ein bisschen weiter entfernt von Kadıköy, wo wir heute Morgen waren. Und das machen wir ganz gerne mal. Kleiner Reisetipp an euch. Sucht euch einfach einen Park am anderen Ende der Stadt und dann geht ihr da zu Fuß hin und dann sieht man einfach so viele schöne Sachen auf dem Weg, die auch sehr viel untouristischer sind. Natürlich werden wir auch noch die Touri-Spots abgrasen, aber das ist nochmal schön, um so das echte Leben aufzusaugen. Und es ist sehr heiß und wir sind schon ziemlich lange unterwegs, deswegen haben wir uns gerade nochmal so ein paar Snacks organisiert. Einmal den Südburger, so einen süßen Burger mit so einer Erdbeercreme. Und dann noch die Schoko-Variante, Sauce-Bomb heißt das Ganze. Das ist auch beides von der gleichen Marke, witzigerweise, von ETI. Scheint so was Lokales. Max ist auch da. Hallo. Das probieren wir jetzt mal. Hier haben wir einmal den süßen Burger. Das sieht aus wie so 2 Pancakes mit so einer Creme in der Mitte. Max hat gerade schon probiert und meinte, es ist sehr lecker. Ich bin gespannt. Die Leute denken sich auch gerade, was ist hier los? Es schmeckt lecker, das ist nicht so süß, wie ich dachte. Woran erinnert dich dieser Erdbeergeschmack? Achte nur auf die Erdbeere. Keine Ahnung. Ne? Und jetzt denk mal an Joghurette. Ja. Also, weiß ich nicht, ob ich da jetzt selber drauf gekommen wäre, aber die Pancakes sind so schön fluffig. Lecker, es ist nicht so süß. Schmeckt gut. Mit der Schokolade muss man natürlich schnell sein, aber wir probieren einmal, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Sauce Bomb. Deutlich süßer, aber auch lecker irgendwie. Hier ist es gerade ultra windig. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber wir gehen hier so nichts an lang nach unserem Taste-Test. Das war übrigens sehr lecker. Und guckt euch mal diesen Ausblick an. Das sieht so abgefahren aus.
Imbiss. Oh, hört ihr den Gebetsgesang? Das ist, glaube ich, der erste Gesang, den wir hören. Das stimmt. Sehr schön, sehr passend, weil wir hier gerade in einem Kebab-Imbiss eingekehrt sind. Ich habe gerade schon fast geheult, weil das für mich einfach so mit die schönste Erfahrung ist, eine Tomate zu essen, hier zu sitzen und einfach so das Treiben auf den Straßen zu sehen in so einem nicht touristischen Viertel und dabei eine Pide zu essen. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nicht viele Piden gegessen, aber das ist einfach so abgefahren lecker. Hier sieht man noch das Endstück, so diese Schiffchen. Das sind ja diese Schiffchen, die so belegt sind. Die sprechen hier kein Wort Englisch. Das war sehr spannend zu bestellen, aber wir haben genau das bekommen, was wir wollten und es schmeckt einfach so unfassbar lecker. Lying here for too long, I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing, just to try to make it through. Falls ihr euch wundert, warum das Bild so wackelt, ich befinde mich gerade auf einer Hängebrücke. Wir haben den Park erreicht und Leute, die Aussicht ist einfach nur atemberaubend. I've been thinking about my options, every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Richtig schön, auch bei bestem Licht, das ist so toll. Aber kannst du dir vorstellen, wenn die Kinder jetzt so wackeln, ne? Und du hast ja gesehen, wie die Eckpfeiler dann auch wackeln. Kannst du dir vorstellen, wie die Eckpfeiler wackeln, wenn wir hier drauf springen? Ja. Mein Gott. Toll. Yeah, spannend, spannend. Ist auch was für unsere Kinder. I've been trying everything. Leute, ihr müsst es wirklich unbedingt mal machen, wenn ihr in Istanbul seid. Es macht erstens so unendlich viel Spaß und zweitens ist es auch einfach so unfassbar schön, gerade auch bei dem Licht. Guckt euch das mal an, es ist traumhaft schön. I ain't got nothing left. Es ist auch mit so viel Liebe hier alles angelegt, also auch die kleinen Treppen hier und da und die Aussichtsplattform, einfach schön. Und als wäre es hier nicht schon schön genug, ist hier hinten tatsächlich ein Wasserfall. Wird das Wasser gerade weniger? Oh, der wurde ausgemacht einfach. Nein. War hier gerade ein Wasserfall. Aber zeig den Leuten mal die schöne Slow-Motion-Aufnahme. Ich zeig euch eine schöne Slow-Motion-Aufnahme. Wie witzig ist das denn? Naja, auf jeden Fall ist hier ein Wasserfall, zumindest wenn man Glück hat. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. Das ist hier übrigens mein ganz persönliches Paradies mit ganz, ganz süßen Hunden überall. Guck mal, Ring. Hündchen. So süß. Eigentlich hätte die Strecke von Kadıköy hierhin nur so 1,5 Stunden gedauert, aber dadurch, dass wir immer mal wieder stehen geblieben sind, natürlich um Fotos zu machen und um zu filmen, hat das Ganze am Ende irgendwie 3, 3,5 Stunden gedauert. Aber zum Glück, weil wir jetzt einfach wirklich das schönste Abendlicht hier haben. Wasser.
ganz zufällig auf einem Food Festival gelandet. Die ganze Zeit. Ihr könnt mich sowieso nicht hören, aber es ist mega. Gerade weil ich glaube, wir sind die einzigen Touris weit und breit und alle sind so freundlich zu uns und es ist so schön. Und so sieht es aus und da weiß ich jetzt rein. Und authentischer kann ein Tag in Istanbul gar nicht enden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi!